Willkommen zurück zum Metroid Prime 2. Beim letzten Mal haben wir einiges über die Weltraumpiraten erfahren. Und warum sie hier sind. Und sie haben Metroids dabei und die dunkle Jägerin macht denen so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung. Was natürlich gut ist, aber dennoch wollen wir halt auch wissen, was will die dunkle Jägerin? Und wer ist Paul? Und was genau wollen denn die Metroids hier? Oder warum haben sie die Metroids hier genau? Ich meine, die sind ja irgendwie zur Energiegewinnung halt auch da. Ja, und im Endeffekt wollen halt die Weltraumpiraten noch irgendwie versuchen, wieder abernten und so, ne? Aber mal gucken. So, strukturelle Analyse abgeschlossen. Größere Risse ermittelt. Im Bereich durch Verfall des erhaltenen Schwefelsteins anscheinend geschwächt. Strukturelle Beschaffenheit kritisch. Schwefelsteine. Gucken wir nochmal. Machen wir nochmal den hier. Ups, ich hab's kaputt gemacht. So, was haben wir da? Ist außer Reichweite, war ja klar. Und da sind wieder Kanönchen. Konstruktion der Gitterabdeckung hält extrem starken Winden stand. Beschuss ist wirkungslos. Achso, Beschuss ist auch gleich Wind. Muss ein alternativer Zugang zum Steuerbereich gefunden werden. Okay. So, aber hier was drauf. Und hier soll eine Rakete laden und dann geht's hier rum. Munterfröhlich irgendwie. Weil viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Das ist hier wieder so ein Ding. Hier sind wir. Was ist das? Es handelt sich um einen gängigen Kellium-Energiereaktor, der von den Weltraumpiraten zur Energiegewinnung aus Phason modifiziert wurde. Abschirmung liegt bei 220% und ist stabil. Aha. Okay. So, haben wir auch mal diese Türverriegelung hier mal gescannt. Einfach mal weil. Hier brauchen wir. Brauchen wir Schattenenergie, ne? Das war ja so ein umgekehrter Quatsch. Ja, mal gucken. Gehen wir da mal runter, oder? Nein, gespeichert haben wir. Das kann nur gut werden. Ja, guck mal. Wen haben wir denn da? Sie will natürlich das Phason haben. Problem ist, dadurch haben die Weltraumpiraten auch keine Energie mehr. Das würde die Metroids freilassen. Oh Gott, dunkle Samus. Scannen wir sie doch mal. Oh Gott. Morphologie, dunkle Samus. Ein Phason lebendes Wesen. Kraftvolle Angriffe aus der Distanz. Schilde aus Phasonenergie schirmt Angriffe sämtlicher Waffen ab. Angriff ist nur bei inaktivem Abschirmungsfeld möglich. Unmittelbare Nähe sollte gemieden werden. Yay. Da kommt Freude auf. Oh shit. Kriegst ja nicht meinen Fokus hier. Aha. Ich hab ihr geschadet. Hey, wo ist er denn? Alter, die ist so schnell. Okay. Das war ihr toller Energieschild. Ich hab auch immer aus dem Fokus verliere. Immer. Ich wollte immer noch irgendwie ins Hauptmenü und mal irgendwie die Steuerung hier ein bisschen umändern. Wow. Alter, die war doch gerade noch woanders. Ja, und sie hat ihren komischen Phasonstreuer hier. Ist immer toll. Und sie hat quasi den Phasonbeam, den wir hatten zum Ende von Metroid Prime 1. Ganz toll. Sie hat das Ding sogar in besser halt. Weil sie damit einfach so einen Streuradius hat. Boah. So.
So. Wow. Alter. Verdammt. War's nicht. Okay. Ist das gut, was er gemacht hat? Bestimmt nicht. Sie leuchtet. Und was macht es? Es leuchtet. Wow. Alter, mach doch nicht alles kaputt hier. Nee, im Ernst. Kannst du ja nicht machen. Wo ist sie? Da. Leider ein bisschen zu spät gesehen. Oh shit, das geht voll daneben. Shit. Na, damit ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen freier Raum entstanden. Das Problem ist halt jetzt nur, irgendwie sie zu treffen, ne? Ich hab halt jetzt immer noch nicht so ganz raus, wann kann ich sie jetzt treffen? Jetzt in dieser zweiten Phase, sag ich mal. Verglichen mit vorher. Sie hört ja nicht auf zu leuchten. Nee, das auch nicht. Ist alles nicht sehr effektiv. Jetzt hat sie einen Schaden gekriegt. Zwischendurch mal, so zur Abwechslung. Ah, okay. Muss ich jetzt nicht zwingend verstehen, ne? Dadurch, dass er halt immer am Leuchten ist, weiß ich jetzt nicht, wo ist jetzt der Unterschied zu sonst. Wann kann ich sie attackieren, wann nicht. Ich bin für alles dankbar, was ich sie treffen kann, aber... Muss ja nichts heißen. Alter. Ich krepiere noch, wenn das hier so weitergeht. Ich kann mich ja auch hier nirgendwo dran hochheilen oder irgendwie was kaputt machen oder keine Ahnung was. Ist halt typisch Metroid. Wobei, ja gut, so typisch ist das gar nicht. Es gibt genug Bosse, bei denen kann man sich dann irgendwie hochheilen. Also keine Ahnung, was alles spawnen. Aber im Moment treffe ich sie halt nicht, ne? Kann ich machen, was ich will. Feuerbeschuss hier und lass uns auch noch treffen. Nicht aus dem Fokus verschwinden hier. Ich habe nicht mehr so viele Lebenspunkte. Und ich habe jetzt noch weniger. Verdammt.
Es fehlt auf beiden Seiten nicht so viel. Nehmen. Mach doch alles kaputt hier. Mist. Nicht unbedingt ins Feuer rein. Ist nicht so eine gute Idee. Nein, ich komme nicht weg. Ich kam da gerade nicht weg. Down is it. Yay. Oh Gott. Wir haben einen Haufen Zerstörung hinterlassen. So, was haben wir denn jetzt da, was er da befreit hat? Element Fason. Flüchtiges Erz mit mutagenen Eigenschaften. Genaue Herkunft von Fason unbekannt. Erste Entdeckung des Elements auf dem Planeten Talon 4. Vom Weltraumpiraten zur Herstellung von enormer Energiemengen verwendet. Mhm. Okay. Gut, haben wir halt jetzt nur die Möglichkeit, halt hier jetzt lang zu gehen. Ich hätte jetzt gern einen Heal. Oder was zum Abspeichern. Oder. Auf jeden Fall irgendwie irgendwas. Und wir kriegen was ganz Feines. Wird doch Zeit. Den Dark Beam. Wenn wir damit nicht weiterkommen, du, dann weiß ich auch nicht. Dark Beam erhalten. Toll. Plus halten, ja, zum Beam wechseln. Ja, komm. MP2 Storyboards freigeschaltet. Aha. Das ist mega wichtig. Ja, damit kann ich jetzt. Oh, so. Plus drücke ich. Oh. Ach da, ich habe ihn gerade nicht gesehen. Oder wurde gerade tatsächlich nicht angezeigt, ich weiß es nicht. Ja. Da haben wir noch einen Bericht. Gucken wir uns mal an. Die Intensität der hiesigen Kampfhandlungen ist eskaliert. Die Schattenkrieger des dunklen Ersas haben eine Offensive gestartet. Der massive Ansturm konzentriert sich auf ein zentrales Netzwerk von Gebäuden an einem Berggipfel. Möglicherweise handelt es sich um eine Basis. Kurioserweise wird dieser Angriff von einem Verlust der planetaren Stabilität begleitet. Es ist denkbar, dass diese Schattenwesen ein neues Waffensystem einsetzen. Die Schattenkrieger müssen uns für weitere Feinde halten, da sie unsere Basis vielfach angegriffen haben. Wir halten Stand, doch unsere Truppen reiben sich allmählich auf und es gibt hohe Verluste zu melden, materielle wie personelle. Uns bleibt nur zu warten und unsere Ressourcen zu verteidigen. Ja, auch die Weltraumpiraten sind ein bisschen, ne? Verstört. Und ihr seht es, da haben wir so eine Munitionsanzeige. Wir haben 50 Schuss mit unserer mit unserem Dark Beam. Das ist nicht so viel. Ja, aber ein bisschen Lebensenergie muss ich hier mal eben schnell hier ranholen auf den Meter. Okay. Machen wir mal die Tür auf. So, ich glaube, die hier funktioniert mit umgekehrter Denkweise, ne? Ja. Okay. So, damit haben wir jetzt hier jede Menge neue Türen zum Öffnen. Jede Menge. Die weißen sind dann halt. Ja, wer hätte es gedacht, für einen Lightbeam gedacht? Dann irgendwann. Hier haben wir dunkle Samus ja schon mal gesehen gehabt.
wie es einfach weitergegangen ist. Haben wir auch alles hier durchgeguckt und so. Und hast du nicht gesehen? Ja, und jeder Schuss verbraucht einmal Energie vom Beam, was ich so ein bisschen mäßig finde. Aber naja, ist halt so, wie es ist, ne?